6, 5, 4. Start. Und mit Disziplin durch die erste Kurve, Jungs. Immer noch mit ein bisschen Disziplin. Schmeißen wir jetzt ab hier hinten in Omega. 1:32 in Gefahr. Janik, Riederhahn und Lian. Ja, ich komme nicht rum. Ah, das heißt jetzt, Janik hat ja die erste Finale gewonnen. Das heißt, Riederhahn, eben das grün-orange Auto dahinter auf dem zweiten Platz momentan, muss irgendwie versuchen, das zu verhindern, dass er das für den zweiten Mal macht. Sonst hat er die A-Finale gewonnen. Ach, nein, nein, nein. Was war das denn? Noch 8,5 Minuten. Wir haben immer Janik Krieger in der Führung. Riederhase ganz knapp dahinter. Und Leon Wischnitzki hängt irgendwie so in No Man's Land. Kann nicht nach vorne und kriegt so langsam Besuch von hinten auch noch. Immer Janik Krieger auf lang gerade hoch. Riederhase dahinter. Und Leon Wischnitzki auf die 3. Frank Krieger auf die 4. Dahinter haben wir Bohrhaupt auf die 5, so wie ich das sehe. Ja. Genau, das ist Mohab auf die 5 momentan. Dann haben wir Nürnberger auf die 6, wir haben Markus Grundmeier auf die 7. Vogel auf die 8, Membury auf die 9 und Michael Schulz ist 10. Aber vorne spielt die Musik momentan irgendwie versucht, hier Riederhase dran zu hängen, aber das ging halt so die letzten 10. Sekunde fehlt auf der Runde. Janik Krieger, diesmal schnellste Runde überhaupt gefahren. 36,5, Riederhase 37,0. Wischnitzki 38,2, Krieger 38,4, Mohab 39. Ja, das wird enge Kiste jetzt bis 1 und 2 gehen jetzt runter in die Doppel 2. Diesmal ist Riederhase noch ein bisschen näher dran. Kann irgendwie den Speed gehen diesmal hier, da hängt um diesmal ein bisschen mehr mit, wir haben noch 6,5 Minuten. 0,3 Sekunden schneller diesmal als Janik Krieger. Ah, diesmal hat Janik wieder Wind Luft gemacht. Der Herr Krieger hat wieder Luft gemacht nach hinten. Riederhase versucht da irgendwie dran zu hängen. Ah, das ist Hardcore Racing in High Quality hier. Diesmal hat er auf jeden Fall 5 Meter gut gemacht. Was sagt man? Rundenzeit 26,6. Ja, eine Sekunde hat er gut gemacht. Janik Riederhase 37,6. Das von der her kommt nur durch Setup vom Auto, weil die beiden Fahrer sind sehr, sehr ebenbürtig. Das ist halt, vielleicht hat Janik ein bisschen besser Setup gemacht für sein Auto als der Riederhase in dem grün-orangen Auto, das transportiert ist momentan. Und wir haben noch 5,5 Minuten noch. Noch 5,5 Minuten. Diesmal rum 36,5, absolut schnellste Zeit von Janik Krieger, 37,3 für Riederhase. Frank Krieger auf die 3 mit 39,8, Wischnitzki ganz kurz dahinter mit 41er Zeit.
Wir haben Halbzeit. Noch 5 Minuten. 5 Minuten noch. Halbzeit. Janne Krieger zieht jetzt ein bisschen weg. Riederhase kann den Speed nicht mehr gehen. Jetzt auf der Runde sieht man, ein paar Runden kann er da mitgehen, aber dann hat er wieder so einen bisschen langsamer drin. Und davon profitiert hier der Janne Krieger die ganze Zeit, dass er einfach konstante 36er Rundenzeiten fahren kann. Stefan Vogel mit dem Fahrfehler jetzt auf dem Table. Jetzt muss er aufpassen, weil dahinter kommt auch noch Verkehr. Ah, das sind jetzt ein Konkurrenz, sind auf selber Rundenhöhe, da muss man nichts machen. Auch Van Vlieger zieht jetzt auch weg von Jan von Wisniewski. Lea kann auch nicht den Speed gehen, was der Van Vlieger gehen kann. Noch 4 Minuten, 4 Minuten noch. Ah, jetzt das Führende über die Linie. Jetzt kommt der Zweitplatzierte. Was sagt der Rundenzeit? Eine Sekunde schneller diesmal der Lederhase. Da muss der Janik am besten keinen Fehler mehr gehabt haben. Ja, Berger wird keinen Fehler bei dem Übersprung. Ah, Frank Krieger hängt immer noch auf seinem dritten Platz. 3 Minuten noch. Aufpassen, der Karussell drin, jetzt kommt der Führer zu euch hin. Janik Krieger kommt ab zu den Führer, zwei Leute da jetzt auf den Land gerade runterfallen. Ja, und zwischen Frank Krieger und Leon wird es jetzt eng hier. Einmal über Schleife, Restfahrzeit 2 Minuten 30, Restfahrzeit 2:30 noch. Verkehr und Riederhase muss noch dadurch. Da hat er Glück, dass der eine sich da ein bisschen abgelegt hat. Kostet ihm da gar nichts. Was sagt ihr, diese Runde hier? Identische Rundenzeit. 1 und 2 diesmal. Identische Rundenzeit. Also bei Freifahren sind sie beide gleich schnell. Oh, jetzt haben wir einen Positionswechsel zwischen 3 und 4. Das ist jetzt Leon, der jetzt auf 3 gekommen ist und Frank Krieger wieder auf die 4. Jetzt Scoreboard bestätigt das auch. Ja, bis die Leute da gucken beim Table, der Zweitplatzierte ist hinter euch. Das grün-orange Auto ist zweitplatziert, bitte nicht aufhalten. Na, kommt jetzt hier beim Übersprung hin. Dankeschön. Ja, immer noch ein Kampf hier um den dritten Platz bis die Lea, Wisniewski und Frank Krieger ganz eng an der Bande. Jetzt hier kommen wir hoch zum Haarnadel. Links hier Pin, Sitzing auf den Köln rein, Frank Krieger sagt Dankeschön, mit 1 Minute 20 noch auf dem Master. Letzte 45 Sekunden, Leon bleibt sauber. Dankeschön. Drei Sekunden noch auf dem Masterclock, noch 30 Sekunden. In den Rhein gestochen, aber nach der letzten schlechteren Linie. Eng wird gefahren hier der Köpf. Ja, da musst du stehen bleiben. Da profitiert keiner von. Und so wird weitergefahren. Genau. Aufpassen, jetzt kommt der führende Mann. Muss auch noch gerade vorbei. Dankeschön.
Und somit kann man wieder normal miteinander fighten, versuchen irgendwo eine Lücke zu finden, aber reinfahren in der Kante bringt auch nichts. Atelier hat das richtig weggeschmissen. Ja! Nein, das gibt's doch wohl nicht! Nein, das gibt's doch wohl nicht! Ja, na, hohen Ziel! Weg fehlt nur Sascha Nein. Und Michael Schulz. Alle anderen sind durch, nur Sascha Vogel und Michael Nein. Schulz. Steht einer beim Table.